Und rufe auf den Tagesordnungspunkt 20. Das ist die Beratung des Antrags der Fraktion der FDP mit dem Titel Vorfahrt für die Marktwirtschaft, Einführung einer Beteiligungsbremse. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Wenn Sie unter Wahrung des Abstandsgebots am besten mit Masken tragen, die notwendigen Platzwechsel vornehmen, dann eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort dem Kollegen Reinhard Huben, FDP. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst möchte ich Peter Altmaier danken, dass er an dieser Debatte teilnimmt. Es ist ja durchaus ungewöhnlich, dass ein Bundesminister sich zu einem Antrag der Opposition im Plenum äußert. Da aber so viele Gesetzgebungsverfahren aus dem Wirtschaftsministerium nicht so richtig vorankommen, ich sage nur Postnovelle oder Weltraumgesetz, haben Sie vielleicht auch ein bisschen Redebedarf. Der aktuelle Beteiligungsbericht der Bundesregierung listet 104 unmittelbare Unternehmensbeteiligungen auf. Außerdem nicht weniger als 433 mittelbare Beteiligungen. Dazu gehört zum Beispiel Post, Telekom und Bahn, aber auch der 0,0% Anteil des Bundes an der Wankendorfer Baugenossenschaft in Itzehoe. Insbesondere seit dem Amtsantritt von Ludwig Erhard selbsternannten Erben hier auf der Regierungsbank sind staatliche Beteiligungen in Mode gekommen. Während die Privatisierung zum Erliegen gekommen ist, beteiligen wir uns an 50 Hertz, Lufthansa, CureVac. Eine Beteiligung an Tenet dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. In keinem dieser Fälle wäre eine staatliche Beteiligung zwingend gewesen. Im Falle der 50 Hertz hätte sich zweifellos ein privater europäischer Investor gefunden. Viele Staaten haben Fluglinien ohne staatliche Beteiligung gerettet. Das wäre auch für die Lufthansa eine Option gewesen. Eine staatliche Beteiligung ist auch keine Grundvoraussetzung für den Erfolg bei der Suche nach einem Covid-19-Impfstoff. Aber bei Peter Altmaier und der Bundesregierung sitzt das Geld jedoch sehr locker. Und es ist ja auch nicht das eigene. Die Zinsen sind im Moment zum Glück ja auch sehr niedrig. Vielleicht befassen wir uns demnächst auch noch mit dem Einstieg bei der TUI oder ThyssenKrupp. Aber Investitionen sind langfristig nicht sinnvoll. Sie binden Kapital, das besser an anderer Stelle eingebracht wäre. Wer Deutschlands künftige Innovations- und Wohlstandsmotoren fördern will, beteiligt sich nicht an Telekom, Post und Commerzbank, sondern schafft bessere Rahmenbedingungen für die private Wirtschaft. Auf den Zukunftsfonds, meine Damen und Herren, warten wir hingegen bis heute, obwohl viele deutsche Unternehmen und Start-ups händeringend Wagniskapitalgeber in Deutschland suchen. Wann folgt Ihre Initiative? Staatsbeteiligungen verzerren den Wettbewerb. Der Einstieg des Bundes bei CureVac beispielsweise wirkte als eine offizielle Kaufempfehlung zugunsten eines einzelnen Unternehmens. Eine bessere Werbung im Vorfeld des Börsenganges hätte man sich in Tübingen kaum vorstellen können. Selbstverständlich wünsche ich CureVac viel Erfolg bei der Suche nach einem Covid-19-Impfstoff und darüber hinaus. Aber es ist nicht die Aufgabe des Staates, sich derart vor den Karren einzelner Unternehmen spannen zu lassen. Erst recht nicht, wenn es in Deutschland und Europa zahlreiche andere Unternehmen gibt, die Ähnliches leisten wie CureVac. Die Beteiligung an der Lufthansa war wettbewerbspolitisch sogar so problematisch, dass die Rettung beinahe gescheitert wäre. Denn die Wirkung der Beteiligung auf andere Investoren ist doch klar. Erstens. Das Unternehmen hat privilegierten Zugang zu Entscheidungsträgern der Bundesregierung. Das belegt beispielsweise der Umgang der Bundesregierung mit der Deutschen Post. Zweitens. Das Unternehmen steht unter deutlich weniger Wettbewerbsdruck.
Die Erfahrung lehrt, dass Staaten bei eigenen Beteiligungen meist bereit sind, gutes Geld schlechtem hinterherzuwerfen. Und, meine Damen und Herren, man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass man dem Unternehmen selbst einen Gefallen tut. Staatsunternehmen und solche mit Beteiligung sind selten wirkliche Innovationstreiber, eben weil sie sich auf das Privileg der Beteiligung, dem Schutz der Regierung ausruhen können. Und wer den Wettbewerb schwächt, meine Damen und Herren, schwächt auch Innovation. Gerade das aber kann sich Deutschland nicht erlauben, wenn wir aus der Krise schnell herauskommen und internationalen Konkurrenten Paroli bieten wollen. Wir Freie Demokraten sind daher der Überzeugung, dass wir umsichtiger mit Beteiligungen umgehen müssen. Es geht nicht darum, alle staatlichen Beteiligungen pauschal zu verdammen. Wir stellen nicht den Sinn von Beteiligung generell infrage. Insbesondere brauchen wir auch ausreichend Spielraum für Krisenlagen. Sowohl im Falle Lufthansa als auch bei CureVac war die Staatsbeteiligung nicht alternativlos. Aber wir schließen nicht aus, dass Beteiligungen in Extremsituationen notwendig sein könnten. Daher schlagen wir vor, dass der Bundestag in außerordentlichen Lagen diese Beteiligungsbremse auch temporär aussetzen kann. Uns geht es nicht um eine Vollbremsung, sondern um eine kontrollierte Rückkehr auf den Pfad der sozialen Marktwirtschaft. Das bedeutet, dass wir insbesondere die Leichtfertigkeit eindämmen müssen, mit der staatliche Beteiligungen eingegangen und gehalten werden. Wir wollen, dass in Zukunft besser investiert wird, nämlich dort, wo es tatsächlich notwendig und zielführend ist. Die von uns vorgeschlagene Beteiligungsbremse sieht daher insbesondere Folgendes vor. Für jede neue Staatsbeteiligung muss innerhalb eines Jahres eine bestehende Beteiligung beendet werden. Der Wert der veräußerten Beteiligung muss mindestens dem einer neuen Beteiligung bestehen. So schaffen wir einen Anreiz, bestehende Beteiligungen immer wieder auf ihren Sinn zu überprüfen. Das braucht eine soziale Marktwirtschaft als permanenten Prozess. Ich bitte daher um Ihre Unterstützung für unseren Antrag. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es war für mich selbstverständlich, an dieser Debatte teilzunehmen, zum einen, weil es um ein wichtiges Thema geht und weil es mir die Gelegenheit gibt, noch einmal auch zu sagen, dass die soziale Marktwirtschaft vielleicht die beste wirtschaftspolitische Erfindung ist, die wir jemals gemacht haben. Sie ist von Ludwig Erhard gemacht worden. Wir haben sie verteidigt gegen alle Anfeindungen. Und es gibt kein besseres Instrument, um festzustellen, was erfolgreich und weniger erfolgreich ist, als das Spiel der Kräfte. Und deshalb liegt mir sehr daran, dass dies auch in Zukunft so bleibt. Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer, und er wird es auch nicht werden, und er muss es auch nicht werden. Staatsbeteiligungen nur als Ultima Ratio im begründeten Ausnahmefall. Ja, und dann bin ich auch gerne gekommen, sehr geehrter lieber Herr Huben, weil ich mich bei Ihnen persönlich bedanken wollte. Ihr Antrag kam mir nämlich bekannt vor. Ich habe ihn gelesen, denke ich, Mensch, das hast du schon mal gehört. Und dann habe ich ein Dokument aus dem Schrank genommen, die nationale Industriestrategie des Bundeswirtschaftsministers Peter Altmaier vom 5. Februar 2019. Dort steht drin: Bei Übernahmeversuchen, bei denen nicht in erster Linie das staatliche Sicherheitsinteresse betroffen ist, sondern Technologie- und Innovationsführerschaft, ist es vorrangig Sache der privaten deutschen Wirtschaft und ihrer Akteure, derartige Übernahmen durch eigene Angebote zu verhindern. Der Staat, nur in sehr wichtigen Fällen soll der Staat für einen befristeten Zeitraum selbst als Erwerber von Unternehmensanteilen auftreten können. Insgesamt darf sich der Anteil staatlicher Beteiligungen langfristig aber nicht erhöhen. Deshalb kommt die Schaffung einer nationalen Beteiligungsfazilität in Betracht, über deren Umfang regelmäßig dem Parlament zu berichten ist. Die Übernahme neuer Beteiligungen muss grundsätzlich die Privatisierung anderer Beteiligungen gegenüberstehen. Wenn ich Ihren Antrag richtig lese, haben Sie alles sehr genau übernommen, was ich damals in der von Ihnen in höchstem Maße kritisierten Industriestrategie vorgeschlagen habe.
vorgeschlagen hatte. Herzlichen Dank für diese großartige Leistung. Und es ist nämlich so, dass in der Endfassung vom November 2019 genau dieser Teil dann nicht mehr vorgekommen ist, und zwar auf Wunsch von vielen Politikern, auch aus Ihrer Fraktion und von weiteren. Und ich meine, das Thema ist zu ernst, als dass wir es einfach nur in der polemischen politischen Debatte nutzen sollten. Sie haben doch zu Recht darauf hingewiesen, dass der Staat über 100 Beteiligungen hat. Und natürlich muss man darüber diskutieren, welche berechtigt und welche unberechtigt ist. Aber, sehr geehrter Herr Huben, ich habe in einer gemeinsamen Regierung mit Herrn Brüderle und mit Herrn Rösler, zwei sehr geschätzte Kollegen, beides Vorgänger von mir als Wirtschaftsminister, gearbeitet. Wissen Sie, damals waren wir schon an der Telekom beteiligt, damals waren wir an der Deutschen Post beteiligt, damals hat uns die Deutsche Bahn gehört, so wie heute. Und ich kann mich nicht erinnern, dass irgendeiner von Ihren FDP-Wirtschaftsministern einen ernsthaften und nachdrücklichen Versuch gemacht hat, das in seiner Amtszeit zu ändern. Und deshalb finde ich, man muss auch glaubwürdig bleiben und muss sich dann auch mal fragen, welche Fehler und Versäumnisse man selbst begangen hat. Und ein letzter Punkt, der mir ganz wichtig ist. Ich habe mich in diesen Tagen so vieler Kritik stellen müssen, wo gesagt worden ist, der Staat greift dauernd in die Marktwirtschaft ein. Der Staat unterstütze angeblich Zombieunternehmen. Wissen Sie, der Eingriff in die Marktwirtschaft, der ist nicht erfolgt durch das, was wir in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und ihren Akteuren, den Verbänden, den Unternehmen gemeinsam innerhalb von wenigen Tagen und Wochen auf den Weg gebracht haben. Der Eingriff in die Marktwirtschaft ist erfolgt durch das Coronavirus, das dazu geführt hat, dass die Marktgesetze für viele tüchtige Unternehmen ausgesetzt worden sind. Und deshalb haben wir geholfen, weil wir wollen, dass die Akteure der Marktwirtschaft diese Pandemie unbeschädigt und unbeschadet überstehen. Wenn ein Unternehmen das vor der Krise über gute Auftragsbestände verfügt hat, das nach der Krise über gute Auftragsbestände wieder verfügen wird, aber in der Zwischenzeit so gut wie null Umsätze hat, weil für die Schausteller die Kirmesveranstaltungen nicht stattfinden, weil Weihnachtsmärkte vielleicht nicht stattfinden, weil große Messeveranstaltungen nicht stattfinden, weil große Caterings nicht stattfinden, weil es keine großen Veranstaltungen von mehreren tausend Teilnehmern in der bisherigen Form gibt. Lieber Herr Huben, dann ist das eben nicht ein Versagen von einzelnen Unternehmen, die nicht wettbewerbsfähig sind, dann ist das eben die Folge einer Pandemie, wie sie dieses Land noch nie hat bewältigen müssen in den letzten 60 Jahren. Und dann ist es unsere Verantwortung, den Unternehmen, die sich in der Marktwirtschaft bewährt haben, auch zu helfen. Und genau dafür haben wir gehandelt. Und dann möchte ich auf einen Punkt hinweisen, der mir in der ganzen Debatte wichtig ist. Wir haben in dieser Zeit mehrere hundert Milliarden mobilisiert an Krediten der KfW, an Mitteln aus dem WSF, an Soforthilfen für kleine und mittelständische Unternehmen bis 10 Beschäftigten, an Sofortkrediten in der Höhe bis zu 800.000 Euro für größere mittelständische Unternehmen. Wir haben diese Mittel mobilisiert, um zu helfen. Und in keinem Fall, außer in den beiden von Ihnen genannten, haben wir dafür eine staatliche Beteiligung eingefordert oder eine staatliche Beteiligung gemacht. Wir haben es in der Koalition gemeinsam in zwei Fällen getan. Das eine war das Thema der deutschen Lufthansa, die wir gerettet haben, weil wir wussten und weil wir, dass die Lufthansa zum Tafelsilber der Bundesrepublik Deutschland gehört und es nicht an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lag, dass die Flugzeuge gegroundet waren. Wenn Sie aber 9 Milliarden zur Verfügung stellen, dann ist es, glaube ich, kein Sündenfall wieder die Marktwirtschaft, wenn Sie dann für einige hundert Millionen auch eine Aktienbeteiligung vorsehen. Das dient der Akzeptanz in der gesellschaftlichen Debatte. Und was CureVac angeht, das war auch eine Entscheidung der Bundesregierung gemeinsam. Das war keine Entscheidung eines einzelnen Ministers. Ich habe sie vorbereitet, ja, gewissenhaft und mit einer Due Diligence Prüfung. Und wir haben das getan, weil wir fest davon überzeugt sind, dass es im strategischen Interesse dieses Landes ist,
dass solche Unternehmen eine dauerhafte Chance haben, in Deutschland zu bleiben und nicht aus Mangel an Kapital und Unterstützung dann am Ende ins Ausland abwandern. Und viele sich fragen, warum wir es nicht geschafft haben, diese Unternehmen in Deutschland zu halten. Sie haben zum Schluss die Tenet erwähnt. Lieber Herr Huben, ich hätte die Tenet, also um die Anteile von 2x20% ging, liebend gerne gesehen bei einem privaten Investor, der sich dafür interessiert hat. Es hat sich nur bei mir keiner gemeldet. Ich habe auch einige gefragt. Die hatten kein Interesse. Wenn Sie irgendwelche Interessenten wissen, lassen Sie es mich wissen. Sagen Sie mir das. Es interessiert mich. Aber es ging um die Frage, ob wir zentrale Bestandteile der öffentlichen Infrastruktur, in dem Fall das modernste Elektrizitätsnetz, was es auf der ganzen Welt gibt, mit dem höchsten Anteil von Erneuerbaren, ob wir wollen, dass das in europäischer oder in deutschem Mehrheitsbesitz ist, oder ob wir sagen, das interessiert uns nicht. Wer das kauft und wer es übernimmt, es ist uns egal. Und da gibt es vielleicht einen Punkt, wo wir uns unterscheiden. Ich habe gelernt, nachdem ich anfänglich auch gezögert habe, dass wir vieles privatisieren können und müssen, dass aber die zentralen Leistungen der Daseinsvorsorge, Wasserversorgung, die Versorgung mit Elektrizitätsinfrastruktur und Gesundheit und vieles andere mehr, dass dies in der öffentlichen Verantwortung verbleiben soll, weil wir das unseren Bürgerinnen und Bürgern schuldig sind. Und dafür gibt es nach meiner festen Wahrnehmung auch einen breiten Konsens in diesem Land. Ganz herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Enrico Komning, AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Minister Altmaier, meine Damen und Herren Kollegen! Auch ich, Herr Altmaier, freue mich, dass Sie bei dieser Debatte heute dabei sind und dass Sie auch Ihr Papier mitgebracht haben zur nationalen Industriestrategie. Und es hat sich ja gerade so angehört, als dass Sie den FDP-Antrag hier sozusagen als überflüssig entlarven wollten. Auch wenn es nicht oft vorkommt, ich will heute mal der FDP-Fraktion beispringen. Denn das, was in Ihrem Papier steht, das steht da gut. Allerdings handeln Sie genau andersherum. Und das werde ich Ihnen kurz darlegen. Die AfD-Fraktion unterstützt den Antrag der Kollegen der FDP zur Einführung einer Beteiligungsbremse für den Bund. Er enthält nämlich tatsächlich sinnvolle Forderungen, wie insbesondere zum Beispiel eine grundsätzliche stille Beteiligung oder die Rückführung staatlicher Beteiligung auf das Vor-Corona-Niveau. Erweiterte Berichtspflichten dienen der Transparenz und beugen dem Missbrauch vor. Soweit, so gut, Herr Huben. Wovon dieser Antrag allerdings ausgeht, ist, dass die massive Ausweitung staatlicher Beteiligungen eine Sondersituation ist und man einfach zur Normalität, nämlich zur sozialen Marktwirtschaft, zurückkehren müsse. Diese Normalität gab es aber schon vor Corona nicht mehr. Die Bundesregierung und die sie tragenden Fraktionen zusammen mit den beiden Linksaußenfraktionen der Grünen und Dunkelroten, die wollen nämlich gar keine soziale Marktwirtschaft. Die Corona-Krise bestätigt und bekräftigt einen Trend, der sich durch die Amtszeit von Frau Merkel zieht, einen Trend, der sich von der sozialen Marktwirtschaft entfernt und in eine gelenkte Staatswirtschaft mündet. Was mit der Teilverstaatlichung der Commerzbank infolge der Finanzmarktkrise begann, findet nun bei Lufthansa, bei TUI, bei der Deutschen Bahn und vielen anderen seine Fortsetzung. Herr Huben hat viele Unternehmen vorhin benannt. Ich will die alle nicht noch mal wiederholen. Die Bundesregierung springt in Wahrheit nicht in der Krise ein, um die Unternehmen zu retten, sondern nutzt Krisen, um ihr neues, offensichtlich vom vermeintlichen Erfolgsmodell China inspiriertes staatskapitalistisches Modell zu installieren. Mit der aktuellen Corona-Krise haben wir jetzt eine neue Qualität erreicht. Sie, Herr Altmaier, Sie nutzen nicht nur die Krise, sondern Sie erschufen die Krise erst durch den Lockdown selber.
Schon nach der damaligen Datenlage war der Lockdown unnötig, in jedem Fall unverhältnismäßig. Und Herr Spahn hat dies ja unlängst selbst zugegeben. Und Ihr fortwährendes Drohen mit einem zweiten Lockdown lässt auch kaum einen anderen Rückschluss zu. Beteiligungen des Staates, meine Damen und Herren, folgen keinen wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Ihr Interesse, das Interesse der Bundesregierung ist es, sukzessiv schleichend sozusagen von hinten durch die Brust ins Auge die staatliche Kontrolle über alle Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft auszudehnen. Und das, glaube ich, ist auch kein Hirngespinst, sondern schon lange im politischen Fokus. Ich darf Sie, Herr Präsident, mit Ihrer Erlaubnis aus einer Podiumsdiskussion aus Ihrer Zeit als Finanzminister im Jahre 2011 zitieren, als Sie gesagt haben, wenn die Krise größer wird, werden die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, größer. Das ist richtig. Prophetische Worte, wie auch immer sie gemeint waren. Und ja, meine Damen und Herren, in der Krise werden sich die Menschen beugen. Und die Regierung ist ja eben auch schon fleißig dabei. Der Energiebranche nehmen Sie ein Kraftwerk nach dem anderen weg und zwingen Sie zum Ausbau einer neuen Strominfrastruktur, die zwar dem Klima nichts bringt, aber den Steuerzahlern und Konsumenten Billionen Euro Subventionen kostet. Mit der Deutschen Bank gibt es eigentlich nur noch eine echte deutsche Privatbank, und auch der gehen Sie mit Ihrer Europolitik ans Leder. Überraschend wäre es daher nicht, wenn von Ihren Kollegen in Ländern und Gemeinden der jüngste Vorschlag des Deutschen Städtetages, die Gewerbeflächen in deutschen Innenstädten zu verstaatlichen, mit großem Enthusiasmus aufgegriffen würde. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass Sie die einstmalige Vorzeigeindustrie Deutschlands, die deutsche Automobilindustrie, ehedem der Wachstumsmotor Deutschlands, dass Sie diese Industrie zum Subventionsfall herabregiert haben. Die jetzige Situation der Automobilindustrie, Herr Altmaier, hat nichts mit Corona zu tun, sondern allein mit Ihnen und leider eben auch mit willfährigen Vorstandsvorsitzenden. Ihr Weg hin zum Staatskapitalismus ist der falsche Weg. Er verletzt fundamentale Freiheitsrechte der Menschen und gefährdet unsere Demokratie. Der Staat, Herr Altmaier, darf gar kein Unternehmer sein. Er ist bekanntlich nicht besonders gut darin, wie 40 Jahre DDR nachhaltig bewiesen haben. Der Staat darf in der Wirtschaft nicht Partei ergreifen, denn die Unterstützung eines Unternehmens bedeutet gleichzeitig eben auch die Benachteiligung eines konkurrierenden, häufig sogar kleineren, weil nicht systemrelevanteren Marktbegleiters. Und ich darf, Herr Präsident, mit Ihrer Erlaubnis Ludwig Erhard zitieren, der sagte, ebenso wie bei einem Fußballspiel der Schiedsrichter nicht mitspielen darf, hat auch der Staat nicht mitzuspielen. Die Grundlage aller Marktwirtschaft bleibt die Freiheit des Wettbewerbs. Der Staat darf den Wettbewerb nicht beeinflussen. Er muss die Voraussetzungen für Wettbewerb gewährleisten. Wir brauchen, Herr Huben, im Grunde keine Rückkehr zur sozialen Marktwirtschaft. Wir müssen sie wiederfinden mit einem starken Staat, der, Herr Altmaier, ausschließlich seiner Pflicht zur Daseinsvorsorge nachkommt. Vorfahrt für die Marktwirtschaft heißt vor allem, den Marktplatz eben neu zu pflastern. Ein staufreies Straßennetz, ein deutlich verzweigteres Schienennetz und ein lückenloses digitales Breitbandnetz, im wahrsten Sinne des Wortes ein flächendeckendes Mobilfunknetz, das sind staatliche Aufgaben. Wir teilen zwar nicht alle Vorschläge der FDP-Fraktion, jedoch kommt es derzeit vor allem darauf an, die Regierung davon abzuhalten, Krisen selber herbeizuführen und hinterher als strahlender Retter aufzutreten. Der vorliegende FDP-Antrag würde dazu beitragen, der Regierung diesen Weg zu erschweren. Und deshalb werden wir diesen Antrag unterstützen. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Bernd Westphal, SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren!
finde das auch sehr angenehm, dass wir über den Antrag der FDP hier die Möglichkeit haben, über grundsätzliche wirtschaftspolitische Themen zu debattieren. Wenn man sich das in Deutschland anguckt, gehören wir zu den Ländern, die eine sehr transparente, sehr offene, sehr einladende Marktwirtschaft haben, mit einer sozialen Marktwirtschaft, die gerade international für Investoren sehr attraktiv ist. Und deshalb passt das Bild nicht, was hier die FDP und AfD sowieso gezeichnet hat, nicht zu dem Zustand, den wir haben, sondern das ist eine Marktwirtschaft, die innovativ ist, die soziale Balance hat und vor allen Dingen den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und das ist auch das Ziel der SPD in einer sozialen Marktwirtschaft. Was wir dafür brauchen, sind natürlich solidarische, humane und demokratische Arbeitswelt, die ohne Angst und ohne Unsicherheit für die Beschäftigten mit fairen Löhnen und gleichberechtigter Mitbestimmung ist. Und natürlich sind das Rahmenbedingungen, die der Staat setzen muss. Und Arbeit muss stark und auch interessant und zufrieden machen und nicht krank. Und deshalb ist es wichtig, dass der Staat die Rahmenbedingungen dementsprechend gestaltet. Und auch was die Umweltbelange angeht, eine klimaneutrale Wirtschaft aufzubauen, ist eine Aufgabe, wo der Staat sich natürlich mit Rahmensetzungen einbringt. Und wir brauchen auch das innovative und stabile Umfeld für innovative Entwicklungen, wo strategische Investitionen in eine sozial-ökologische Marktwirtschaft einbinden. Auch das sind Zielsetzungen, die natürlich von staatlicher Seite organisiert werden müssen. Und dafür brauchen wir mit dem staatlichen Handeln natürlich auch eine Leitplanke für unsere industrielle Basis. Wir haben mit Chemie, mit Maschinenbau, mit der Stahlindustrie und auch mit der Automobilindustrie wirklich eine starke Struktur, die natürlich auch der Motor ist für viele innovative Dinge, die aus dem Zulieferbereich kommen und aus dem innovativen Mittelstand. Und deshalb kann man an vielen Beispielen zeigen, wie zum Beispiel auch in der Luft- und Raumfahrtindustrie, wie ein Konzern wie Airbus mit weltweiten erfolgreichen Produkten entstanden ist, durch staatliches Handeln. Und deshalb ist das nicht völlig auszuschließen, sondern gehört zu einer intelligenten Wirtschaftspolitik dazu. Wenn man sich das mal anguckt, was gerade auf kommunaler Ebene, wo die Menschen das in ihren Regionen, wo sie wohnen, ansieht, gerade da sind ja in kommunaler Hand Unternehmen, die sehr erfolgreich die öffentliche Daseinsvorsorge organisieren und auch mit Rahmenbedingungen dafür sorgen, dass die Versorgung der Menschen vor Ort sichergestellt ist. Und deshalb ist der Antrag der FDP in die falsche Richtung. Wir wollen keine Beteiligungsbremse, wieso auch? Wir haben doch gerade gemerkt, dass wir in der aktuellen Krise ein aktives staatliches Handeln brauchen und vor allen Dingen den Unternehmen, die ins Straucheln geraten, dementsprechend auch zur Hilfe kommen. Und deshalb, der Wirtschaftsminister hat einige Beispiele genannt, kann man doch unser Flaggschiff in der Luftfahrt nicht einfach so zugucken, wie es durch die Krise in eine Situation kommt, wo sie im Grunde eine Existenznot bekommt, sondern dass wir hier mit staatlichen Mitteln auch die Eigenkapital stärken und dementsprechend natürlich auch dann Mandate in den Aufsichtsrat nehmen, nicht um da irgendwie im kleinen Detail Einfluss zu nehmen, sondern die großen strategischen Linien aufrechtzuerhalten und zu beeinflussen. Und deshalb ist das völlig richtig, was hier auch vorgetragen wurde. Und ich bin froh, dass wir mit Peter Altmaier als Wirtschaftsminister mit seiner Industriestrategie genau auch diese Themen fokussieren. Wo sind Zukunftstechnologien? Wo kann Staat auch dementsprechend sich beteiligen? Und ich meine, die FDP muss sich natürlich mal entscheiden. Als Niedersachse gab es Wirtschaftsminister Rösler und Bode auch in Niedersachsen. Die saßen sogar im Aufsichtsrat von VW. Die war im staatlich beteiligt geführten Unternehmen. Ich glaube nicht, dass das schädlich ist, sondern genau diese Dinge sind eben in dem Antrag widersprüchlich, dass man auf der einen Seite eine Zurückhaltung des Staates fordert und auf der anderen Seite aber selbst diese Unternehmen mitstärkt und auch begleitet in den entsprechenden Gremien. Marktwirtschaft ist gut, damit sie sozial und erfolgreich, innovativ und nachhaltig bleibt, ist staatliche Rahmensetzung und ab und zu auch Beteiligung sicherlich hilfreich und notwendig. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Pascal Meiser, Die Linke.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mir scheint wirklich, FDP und ja offenkundig auch AfD leben in einer Art Parallelgesellschaft. In der Corona-Pandemie zeigt sich doch gerade weltweit, dass der Markt eben nicht alle Probleme lösen kann. Und vielerorts sehen wir, welche fatalen Folgen es hat, wenn man beispielsweise das Gesundheitssystem radikal privatisiert. Mehr noch, wir erleben die schwerste Wirtschaftskrise seit den 1920er Jahren. Nur durch staatliche Eingriffe konnte unsere Wirtschaft bisher vor dem totalen Kollaps bewahrt werden. Doch was machen FDP und ja auch AfD? Haben nichts Besseres zu tun, als genau diese staatlichen Eingriffe zu geißeln. Denn was Sie hier unter dem Deckmantel einer Beteiligungsbremse vorschlagen, ist doch nichts anderes als die Forderung nach einem Privatisierungsbeschleunigungsgesetz. Das ist verantwortungslos und der Lage im Land absolut nicht angemessen. Haben Sie von der FDP eigentlich mehr ernsthaft durchgelesen, was Sie da fordern? Ja, das macht es noch schlimmer. Sie fordern, dass für jede neue staatliche Beteiligung eine bestehende Beteiligung aufgegeben muss. Ja, was heißt das denn konkret? Dass wer in der jetzigen Krise ein Unternehmen durch staatliche Beteiligung retten will, darf ein anderes Unternehmen über die Wupper gehen lassen soll? Sollte also zum Beispiel für die Rettung der Lufthansa jetzt, was ist Ihr Vorschlag? Sollte jetzt dafür die Deutsche Bahn verkauft werden? Wie stellen Sie sich das denn vor? Das ist doch absurd. Mehr noch, ich habe mir Ihren Antrag ja genau angeschaut. Es war nicht sonderlich erfreulich, aber trotzdem. Sie wollen allen Ernstes, dass staatliches Eigentum künftig im Zweifel auch dann verkauft werden kann, wenn die öffentliche Hand dabei dann Verluste macht. Das ist doch nichts anderes als eine Aufforderung zur Veruntreuung öffentlichen Vermögens, meine Damen und Herren. Und ganz nebenbei wollen Sie dann unter anderem noch gleich die Deutsche Post komplett privatisieren. Glauben Sie ernsthaft, dass die Probleme, die wir im Post- und Paketmarkt haben, aufhören, wenn der Staat seinen Restanteil an der Deutschen Post verkaufen würde? Ich meine, die Probleme mit zwielichtigen Subunternehmerketten, sinkenden Löhnen, mehr Ärger für die Kunden, das sind doch erst die Folgen von 25 Jahren Postprivatisierung. Und Sie wollen mehr davon? Das ist absurd, meine Damen und Herren. Ich sage Ihnen, wir brauchen keine Beteiligungsbremse, wir brauchen eine Privatisierungsbremse in diesem Land. Aber ja, wir müssen darüber reden, wo zu welchem Zweck der Staat tatsächlich als Eigentümer agiert. Und das Beispiel Lufthansa ist kein gutes Beispiel dafür. Das Motto der Bundesregierung lautet ja hier, der Steuerzahler soll blechen, der Staat soll retten, die öffentliche Hand aber nichts zu sagen haben. Kein privater Geldgeber, auch Sie, Herr Huben, nicht, wäre so dämlich und würde so etwas mitmachen. Deshalb muss auch bei staatlichen Beteiligungen gelten, wer bezahlt, bestimmt, meine Damen und Herren. Auf all diese Fragen bietet der Antrag der FDP keine Antworten, und Sie unterstützen ja de facto auch Herrn Altmaier in seinen zentralen Ansätzen, wie er das Beteiligungsmanagement organisiert. Ich finde das nicht verantwortungsvoll. Ich komme zum Schluss. Für uns als Linke bleibt es dabei. Keine staatlichen Rettungsprogramme, keine Beteiligung ohne Beschäftigungsgarantien. Wir brauchen eine verbindliche Verpflichtung, Tarifverträge, Mitbestimmung zu respektieren. Und natürlich müssen auch staatliche Beteiligungen genutzt werden, um sie auf das Ziel des Klimaschutzes auszurichten. Das ist verantwortungsvolle Politik, meine Damen und Herren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Katharina Dröge, Bündnis 90 Die Grünen, hat als nächste Rednerin das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Minister Altmaier, ich hätte nie gedacht, dass ich diese Rede im Deutschen Bundestag einmal halten würde. Ich hätte nie gedacht, dass es einmal notwendig sein würde, einem Wirtschaftsminister, der der Union angehört, zu erklären, warum es keine gute Idee ist, die deutsche Wirtschaft zu verstaatlichen. Und damit meine ich explizit nicht den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Ich meine es explizit nicht, anders als es von der FDP hier vielleicht vorgebracht wurde, dass es eine schlechte Idee ist, Unternehmen in der Krise zu retten. Selbstverständlich ist es unser Job, Unternehmen, die vor Corona gut dastanden, jetzt durch die Krise zu bringen, sodass sie nach dieser Krise auch weiterhin existieren können. Alles andere zu behaupten, wäre wirtschaftspolitischer Unfug. Doch das, Herr Altmaier, was Sie machen, das hat eigentlich schon vor 2 Jahren begonnen, und Sie versuchen jetzt so ein bisschen im Geleitzug der Corona-Krise Ihre Träume zu verwirklichen.
Sie haben uns vor 2 Jahren eine Industriestrategie vorgelegt, in der Sie vorschlagen, eine Beteiligungsfazilität zu schaffen, in der der Staat hier und da mal Unternehmen aufkaufen kann. Und auch wir Grünen sind nicht grundsätzlich dagegen, dass der Staat ein Akteur in der Wirtschaft ist. Infrastruktur wie Bahnschienen, wie Stromnetze oder auch Aufgaben der Daseinsvorsorge wie die Wasserversorgung gehören in öffentliche Hand, Herr Altmaier. Und ich finde es schade, dass Sie jetzt in dieser Debatte noch mal gesagt haben, dass Sie es besser gefunden hätten, wenn es für TenneT oder 50 Hertz private Investoren gegeben hätte. Das Gegenteil ist der Fall. Wir Grünen haben einen Antrag in den Bundestag eingebracht, der gesagt hat, Stromnetze gehören in die öffentliche Hand und deswegen soll die öffentliche Hand diese Betreiber auch dann zurückkaufen. Doch genau diese Dinge, Herr Altmaier, die meinten Sie nicht mit Ihrer Industriestrategie. Daseinsvorsorge oder Infrastruktur kommen da gar nicht vor. Stattdessen erwähnen Sie in Ihrer Industriestrategie Unternehmen wie Siemens, wie ThyssenKrupp oder die Deutsche Bank. Und man kann sich jetzt am Fall CureVac anschauen, dass Sie das auch meinen, was Sie damals aufgeschrieben haben. Sie kaufen einen Pharmakonzern in der Krise, und wir haben Sie in einer Kleinen Anfrage gefragt, aus welchem Grund eigentlich. Geht es darum, dass CureVac einen Impfstoff hat, der besonders aussichtsreich ist? Warum ist der aussichtsreicher beispielsweise als der Impfstoff, den das Mainzer Unternehmen BioNTech entwickelt, die schon etwas weiter sind in der Impfstoffentwicklung? Gab es dazu Analysen in der Bundesregierung? Gab es keine andere Möglichkeit, zum Beispiel Abnahmeverträge mit CureVac zu machen, wenn man sagt, dieser Impfstoff ist besonders vielversprechend? Auf all das hatten Sie keine Antwort. Was Sie uns stattdessen geantwortet haben in der Kleinen Anfrage war, weil CureVac gefragt hat. Und das, Herr Altmaier, das ist kein verantwortungsvoller Umgang mit Steuermitteln. Sie können nicht sagen, nur weil Sie es schick finden, einen Impfstoffhersteller zu besitzen, oder weil Ihr Kumpel Dietmar Hopp angefragt hat und Sie ihm einen Gefallen tun wollten. Nur deswegen investieren Sie Hunderte von Millionen an Steuergeld. Das ist Buddy-Politik, und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Und ich versuche Ihnen noch mal zu erklären, was unser Unbehagen mit dieser Art von Politik ist. Wirtschaft kann nur funktionieren, wenn Unternehmen darauf vertrauen können, dass der Staat sie alle fair und gleich behandelt. Unser Job als Politik ist es, Regeln zu setzen. Regeln, die Marktmacht begrenzen. Regeln für den Schutz von Arbeitnehmerinnen und Regeln für den Umweltschutz. Da könnten Sie mal handeln. Da ist bei Ihnen eine echte Leerstelle. Aber die Unternehmen werden sich auf diese Regeln nur verlassen können, wenn sie auch das Gefühl haben, dass die Regeln für alle gelten. Und wenn ein Staat ein Unternehmen besitzt, dann hat er natürlich ein Interesse daran, dass dieses Unternehmen besonders gut dasteht. Hat er natürlich ein Interesse daran, dass die Dividenden im Staatshaushalt gut dastehen. Und es ist schon jetzt so, dass wir eine zu große Nähe der Wirtschaft zur Politik haben. Schon jetzt haben wir ein Problem mit Lobbyismus. Und noch stärkere Verknüpfung der Wirtschaft mit der Politik verschärfen dieses Problem aus meiner Sicht, Herr Altmaier. Wenn man sich den Wirtschaftsstabilisierungsfonds dagegen anschaut, dann machen Sie es da andersrum. Und auch das verstehe ich nicht. Wir Grünen haben gesagt, es ist richtig, Unternehmen in der Krise zu retten. Aber man rettet ein Unternehmen nicht nur, damit die Anteilseigner am Ende dann auch ihre Anteile gesichert haben. Der Staat hat mehr Aufgaben, wenn er Unternehmen rettet. Er ist verantwortlich für die Beschäftigung, er ist auch verantwortlich für andere gesellschaftliche Aufgaben. Und deswegen haben wir es nicht verstanden, dass Sie, als Sie die Lufthansa gerettet haben, nicht gleichzeitig gesagt haben, ich mache klare Vorgaben für die Beschäftigungssicherung und ich mache auch klare Vorgaben für das Thema Klimaschutz. Ich nutze diese Krise als Chance, um die Lufthansa als Vorreiter zu machen im Bereich klimagerechteres, klimaneutraleres Fliegen. Das wäre jetzt der Job gewesen. Sie haben mehrere Jobs, wenn Sie als Staat einsteigen. Und das haben Sie nicht gemacht. Und das ist Ihr Fehler, Herr Altmaier. Und ganz zum Schluss zum Antrag der FDP. Auch wenn ich Ihre Grundsatzunbehagen hinsichtlich der Politik von Herrn Altmaier teile, ist Ihr Antrag nicht sinnvoll. Wenn Sie auf der einen Seite vorschlagen, wir wollen eine One-In-One-Out-Regel, die schlagen Sie ja überall irgendwie vor, das scheint so Ihr Allheilmittel in allen wirtschaftspolitischen Fragen zu sein, dann frage ich Sie, was meinen Sie denn damit? Heißt das dann beispielsweise, wenn wir, so wie die Grünen vorschlagen, jetzt die Stromnetze wieder in öffentliche Hand überführen, müssen wir gleichzeitig die Schienennetze der Deutschen Bahn privatisieren? Das ist doch absoluter Unfug, Herr Huben, das können Sie nicht ernsthaft meinen. Was wir brauchen, sind klare Kriterien dafür, wann die Staatsbeteiligung sinnvoll ist, klare Kriterien, die verbunden sind dann auch mit anderen gesellschaftlichen Kriterien. Es braucht einen klaren ordnungspolitischen Kompass. Und dafür muss man nicht die Haushaltsordnung des Deutschen Bundestages ändern. Dafür muss man schlichtweg eine andere Politik machen. Was wir brauchen, sind keine anderen Regeln, sondern einfach einen anderen Wirtschaftsminister.
Vielen Dank, Katharina Dröge. Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihnen von mir. Nächster Redner kann sich langsam auf den Weg machen. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Matthias Haider. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir sind noch mitten in der Krise. Das Feuer ist noch nicht gelöscht. Der Rauch hat sich noch nicht verzogen. Da holt die FDP das Thema der Bundesbeteiligung heraus und schlägt vor, sich von möglichst allen Bundesbeteiligungen und Unternehmen zu trennen. Philipp Rösler, Vorgänger unseres heutigen Wirtschaftsministers Peter Altmaier, brachte wenigstens noch so viel Geduld auf, bis zum Ende der unmittelbaren Euro-Krise 2012 zu warten, als er versuchte, eine Expertenkommission einzuberufen, die sich mit der Veräußerung von Bundesbeteiligungen 2012 zu befassen. Ich bin schon ein bisschen länger dabei, deshalb erinnere ich mich daran, vom Tafelsilber ist damals die Rede gewesen. Sie wollen das jetzt schon machen oder es wenigstens organisieren mit diesem Antrag. Dabei wissen Sie doch, was Tafelsilber in einer Krise wert ist. Sie erzielen nicht die Unternehmenswerte, die Sie zu guten Zeiten mit einem solchen Unternehmen oder einer solchen Beteiligung bekommen. Krise ist übrigens nicht gleich Krise, aber sicher ist doch Gefahrenabwehr für die Gesundheitsgefahren unserer Bevölkerung. Die müssen wir machen. Und wir müssen auch eine Gefahrenabwehr in unserer Wirtschaft haben. Es braucht Überbrückungszuschüsse, Liquiditätshilfen, Kurzarbeit, ja, und eben auch vorübergehende Beteiligungen an Unternehmen, die für uns eine strategische Bedeutung haben. Am Ende der Krise gewinnt nicht wer Beteiligungen verkauft, sondern wer wettbewerbsfähig ist. Und beim Beispiel Lufthansa, da wollen wir doch alle, dass das Unternehmen da wieder hinkommt und dass es für uns eine strategische Bedeutung in Deutschland hat. Die FDP hat auch das Etikett Marktwirtschaft auf den Antrag geschrieben. Und ob es ratsam ist, sich in einer Krisensituation auf die reine Lehre bei Ludwig Erhard zu berufen, das will ich dem Meister gleich mal selber beantworten lassen. So hat Erhard in seinem Buch Wohlstand für alle etwa zur Einsicht gemahnt und ich zitiere: Ich bin mir darüber im Klaren, dass das Denkmodell eines reinen Wettbewerbs an dieser oder jener Stelle keine Gültigkeit besitzt. Und etwas weiter heißt es: Ich bin nicht weltfremd genug, um nicht um mich herum tausend Beispiele zu sehen, aus denen sich ergibt, wie sehr das theoretische Schema des völligen freien Wettbewerbs mit anderen Elementen gemischt und dadurch verwässert wird. Zitat Erhard Ende. Meine Damen und Herren, es ist doch klar, dass diese Krise durch ein Virus ausgelöst wird, wo wir uns Gefahrenabwehr bemühen müssen, darum bemühen müssen. Das ist eines von den tausend Beispielen, die dem damaligen Wirtschaftsminister vor Augen standen. Und er hatte sicherlich auch noch die Erfahrung aus der Kriegszeit, wo eben besondere Situationen dann in der Wirtschaft später besondere Maßnahmen erfordern. Lassen Sie mich noch ein paar Worte sagen, damit überhaupt kein Missverständnis aufkommt. Die Und-Uns-Fraktion, wir wenden uns ausdrücklich gegen überflüssige staatliche Eingriffe. Ja, das gilt zu Normalzeiten. Wir sind aber nicht in Normalzeiten. Wir sind in einer Krisenzeit und deshalb müssen wir über diese Maßnahmen nachdenken, damit wir, damit unsere Wirtschaft am Ende dieser Krise wettbewerbsfähig ist. Meine Damen und Herren, nochmal zum Beispiel der Lufthansa. Sie ist die einzige große Airline, die wir hier in Deutschland haben. Ginge dieses Unternehmen pleite, verlören nicht nur mehrere 10.000 Menschen ihren Job unmittelbar bei der Lufthansa oder mittelbar, sondern es fehlt uns auch ein Aushängeschild weltweit. Und die Monopolkommission, meine Damen und Herren, die Herren Warmbach und Haukapp haben dazu gesagt, ich zitiere,
Der Einstieg kann zur Rettung eines prinzipiell profitablen Unternehmens sinnvoll sein. Wichtig sind wettbewerbsfördernde und flankierende Maßnahmen und eine Strategie für den Wiederausstieg des Staates. Zitat Monopolkommission Ende. Meine Damen und Herren, genau so hat der Minister die Beteiligung an diesem Unternehmen angelegt. Und am Beispiel CureVac kann man gut sehen, dass das, was für ein großes Verkehrsunternehmen gilt, auch für die Vorsorge, für den Schutz der Bevölkerung durch einen Impfstoff gilt, den wir noch erstellen müssen. Und, meine Damen und Herren, Gefahrenabwehr. Wir sind immer noch mitten in der Krise, und wir müssen alles dafür tun, dass wir da herauskommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Matthias Haider. Bevor ich jetzt den nächsten Redner aufrufe, möchte ich noch mal zu den Wahlen zurückkommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 2 Stunden sind rum. Das heißt, jetzt wäre es gut, wenn die Kolleginnen, deren Nachname mit L anfängt bis Z, jetzt zur Wahl gehen würden. Die, die noch nicht abgestimmt haben, können es natürlich jederzeit auch noch tun. Und bitte denken Sie an die Masken. So, nächster Redner für die SPD-Fraktion, Dr. Joe Weingarten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, die soziale Marktwirtschaft lebt von Wettbewerb und staatlicher Rahmensetzung, verbunden mit entschlossenem Eingreifen, wenn diese Rahmensetzungen bedroht werden. Dazu gehört eben auch die staatliche Bereitschaft, Unternehmen zu gründen, zu übernehmen oder sich daran zu beteiligen, wenn die Situation das erfolgreich macht. Das gilt insbesondere in Krisensituationen oder bei strategischen Zielen. Sehr prominent etwa bei der staatlichen Beteiligung am Volkswagen-Konzern unter dem schon hier mehrfach zitierten Wirtschaftsminister Ludwig Erhard. Offenkundig auch damals sehr gut vereinbar mit der sozialen Marktwirtschaft. Daran hat sich nichts geändert. Es gibt keine signifikante Änderung in den Zielen der Beteiligungspolitik der Bundesregierung. Die vom FDP-Antrag postulierte Rückkehr zur Normalität greift ins Leere. Was es aber gibt, sind neue Herausforderungen durch die Corona-Pandemie und ihre weltweiten Verwerfungen durch den drastischen Rückgang internationaler Handelsströme. Darauf hat die Bundesregierung in der Arbeitsmarkt-, Wirtschaft- und Industriepolitik entschlossen reagiert. Beteiligungen zur Abwehr von Schaden für unsere Volkswirtschaft und einzelne Unternehmen gehören dazu. Die Corona-Folgen und der rapide Strukturwandel haben beispielsweise viele Unternehmen der Automobilzulieferindustrie unter Druck gebracht. Nicht nur in der nahen Region, aus der ich komme, ist das eine strategisch wichtige Industriesparte. In Bad Kreuznach, Bad Sobernheim oder Idar-Oberstein sorgt sie für eine gute Beschäftigung in hochqualifizierten Berufen, für viele Folgeaufträge in Handwerk und Dienstleistungen und dient als Träger von Innovationen in die ganze Wirtschaft. Diese vorwiegend mittelständisch strukturierte Branche müssen wir schützen und erhalten. Deswegen ist der Vorschlag des SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans und der IG Metall, solchen Unternehmen einen Beteiligungsfonds an die Seite zu stellen, um eine feindliche Übernahme aus einer Kapital- und Liquiditätsschwäche heraus zu verhindern, völlig richtig. Dieser Vorschlag passt in unsere Zeit, weil er pragmatisch ist und effizient und den Unternehmen hilft. Die Vorschläge der FDP zu diesem Thema sind das Gegenteil. Sie sind ideologisch geprägt, umständlich und nützen am Ende niemand. Es befremdet mich auch, wie wenig der Antrag der FDP auf die Interessen von mittelständischen Unternehmen eingeht. Das war einmal eine von Ihnen heftig umworbene Klientel. Heute ist sie Ihnen nicht mal mehr eine Erwähnung wert. Erstaunlich auch die Geringschätzung der öffentlichen Infrastruktur. Ausgerechnet jetzt die staatlichen Beteiligungen an Stromnetzen, an der Deutschen Bahn, an Post und Telekom in Frage zu stellen, ist sachlich nicht begründbar. Im Gegenteil, wenn nicht unter tatkräftiger Beteiligung der FDP der privatwirtschaftliche Ausbau der digitalen Netze forciert worden wäre, sondern wir beim Mobilfunk- und Glasfaseraufbau mehr auf einen staatlich gelenkten Infrastrukturausbau gesetzt hätten, stünden wir heute besser da. Bei mehr Staat und weniger gewinnorientierten Rosinenpicken wären insbesondere die ländlichen Regionen in unserem Land bei der Digitalversorgung in einer besseren Lage. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, staatliche Beteiligung an Unternehmen und Privatisierungen
dürfen nie Selbstzweck sein. Deswegen sind die Forderungen der FDP, jetzt schon feste Vorgaben für Privatisierung bis Ende 2022 zu machen und ohne Erkenntnis der Entwicklung der Märkte Anteile von Post, Telekom und Commerzbank zu verkaufen, wirtschaftspolitisch unausgegoren. Nein, der Weg muss ein anderer sein. Er braucht erstens behutsame, an den Erfordernissen der Branche und den Unternehmen ausgerichtete Beteiligungen. Zweitens die Entsendung qualifizierter Vertreterinnen und Vertreter in die Aufsichts- und Lenkungsgremien. Und drittens keine unmittelbare Einwirkung auf detaillierte betriebswirtschaftliche Entscheidungen der Unternehmen. Das stärkt unsere Marktwirtschaft. Denn wir brauchen gerade jetzt ruhiges und pragmatisches Handeln und keine falschen Grundsatzdebatten. Deswegen lehnen wir den Antrag der FDP inhaltlich ab. Vielen Dank, Dr. Joe Weingarten. Dankeschön. Vielen Dank Ihnen. Nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Alexander Ulrich. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist wirklich mal wieder ein abenteuerlicher Antrag der FDP. Man kann auch mittlerweile jetzt auch erkennen, warum euer Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender dringend nach etwas Wirtschaftskompetenz sucht, die Generalsekretärin gemeuchelt hat und auf die Wunderwaffe Volker Wissing jetzt setzt. Denn was heute hier wieder gesagt worden ist, was auch im Wirtschaftsausschuss von Ihnen gesagt worden ist, ist wirklich so, dass Sie wirtschaftspolitisch in dieser Krise ein Totalausfall sind. Ginge es nach der FDP, hätten wir heute schon Hunderttausende Arbeitslose mehr. Sie kritisieren ganz offen und überall, dass Sie gegen die Verlängerung des Kurzarbeitergelds sind, was im Ergebnis führen würde, dass wir amerikanische Verhältnisse hätten. Wir hätten heute schon wahrscheinlich 1 bis 2 Millionen Arbeitslose mehr, wenn direkt entlassen worden wäre. Und Sie sind auch gegen staatliche Beteiligungen, wo ja auch hoffentlich Jobs gerettet werden. Deshalb, die FDP ist mal wieder für die Aktionäre und für die Wohlhabende, aber nicht für die Beschäftigung und für die Daseinsvorsorge des Staates. Und deshalb kann man nur sagen, Ihr Antrag sollte schnell dorthin, wo er hingehört, in den Mülleimer. Wir sollten uns im Wirtschaftsausschuss gar nicht mehr damit beschäftigen. Herr Altmaier, es ist schön, dass Sie heute da sind, aber ja, ich fange mal ein bisschen positiv an. Sie haben mich ja diese Woche schon zweimal jetzt überrascht. Am Montag haben Sie bei Hart aber fair erklärt, dass Sie gegen Sanktionen sind. Wenn es um Nord Stream 2 geht, geben wir Ihnen sogar recht. Aber dann frage ich mich, warum Sie da in der Vergangenheit immer auch für Sanktionen waren bei gewissen Staaten. Und heute stellen Sie sich hier hin und sagen, Sie wären schon dafür, dass der Staat in der öffentlichen Daseinsvorsorge seine Rolle hat. Jetzt haben Sie die FDP kritisiert, dass Sie in Ihrem Antrag Sie abgeschrieben hätten. Wenn Sie sich jetzt für die öffentliche Daseinsvorsorge in staatlicher Hand aussprechen, dann würde ich Ihnen nachher nach der Debatte einen Auszug aus unserem Parteiprogramm geben, denn da haben wir gute Vorschläge, was alles in staatlicher Hand sein sollte. Das geht, da kann ich dem Vorredner nur sagen, wenn es um Internetverbindung geht, es geht um die Energieversorgung, es geht um Wasser, es geht aber auch um Gesundheitswesen. Stellen Sie sich auch mal hin und sagen, jawohl, jedes Krankenhaus, was privatisiert worden ist, sollte wieder rückverlagert werden. Wir brauchen eine Rekommunalisierung der Krankenhäuser. Wir wollen kein Geschäft mit kranken Menschen, sondern wir wollen, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Das wäre mal eine Debatte, die lohnenswert wäre. Und bei der Lufthansa sage ich Ihnen aber auch, Herr Altmaier, da haben Sie vieles falsch gemacht. Wenn Sie 9 Milliarden in die Hand nehmen, also viel mehr, als dieses Unternehmen an der Börse wert ist, und vollkommen darauf verzichten, eine Mitsprache auszuüben, dann tun Sie natürlich genau das, was wir als Linke fordern. Wenn der Staat sich beteiligt, muss das einhergehen mit Beschäftigungssicherung und bei der Lufthansa auch mit klimagerechtem Arbeiten. Aber darauf verzichten Sie. Und das hätte jetzt die Chance geboten, nicht, dass die Lufthansa 20.000 Menschen abbauen will, sondern man hätte vielleicht auch eine Debatte aufgreifen können mit staatlicher Unterstützung, ob nicht eine Arbeitszeitverkürzung à la IG Metall, 4-Tage-Woche für gewisse Branchen, nicht auch bei der Lufthansa ein geeignetes Instrument wäre, um Beschäftigung zu sichern. Nur wenn der Staat sich da rauszieht, haben wir natürlich diese Einflussmöglichkeiten nicht. Deshalb, Herr Altmaier, wir unterstützen Sie dann, wenn Sie Ihren Worten glaubhaft folgen wollen, dass wir in vielen Bereichen eine Rekommunalisierung brauchen. Dafür muss dann auch der Bund die Kommunen finanziell entlasten mit einem Altschuldenfonds, dass auch die Kommunen da wieder auch aktiv werden können. Dann hätten Sie auch uns auf dieser Seite. Aber ich glaube, das, was Sie heute gesagt haben, haben Sie nicht ernst gemeint. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Alexander Ulrich. Dankeschön. Nächster Redner für die CSU-CDU-Fraktion, Dr. Andreas Lenz.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Man liest ja Anträge für gewöhnlich immer, auch wenn sie von der Opposition kommen. Und es ist schon so, dass man einen FDP-Antrag vielleicht sogar etwas offener liest. Aber um ehrlich zu sein, überzeugt haben Sie mich von der FDP leider in keiner Weise. Ich glaube, an was es dem Antrag vor allem mangelt, ist Differenziertheit, die wir gerade jetzt aber brauchen. Sie werfen beispielsweise die Beteiligung an der Commerzbank mit der Beteiligung an 50 Hertz in einen Topf. Und das ist grundfalsch. Sie differenzieren eben nicht, dass es sich bei 50 Hertz um kritische Infrastruktur handelt. Hier liegt es im nationalen Interesse, dass eben dieser Bereich nicht ins außereuropäische Ausland geht. Und dafür haben wir Sorge getragen. Deutschland kommt nach wie vor besser durch die Krise als andere Länder. Beispielsweise beträgt der Rückgang der Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal im Vereinigten Königreich -20%, in Deutschland lediglich -10%, immer noch viel. Die Zahl der Menschen in Kurzarbeit geht zurück und die Exporte steigen wieder kräftig. Und jetzt will ich die Probleme in keiner Weise verhehlen, und dem Minister wird ja auch häufig ein zu gewisser Überoptimismus vorgeworfen, aber im Zweifel bin ich auch hier bei Ludwig Erhard, und mit dem halten Sie es ja von der FDP auch. Und der meinte einmal wörtlich, und ich zitiere: Ich glaube, es ist immer noch besser, die Wirtschaft gesund zu beten, als sie totzureden. Dass nicht alles gut ist, wissen wir. Wir befinden uns wirtschaftlich gesehen in der schwierigsten Situation der Nachkriegsgeschichte. Aber gerade in so einer Situation müssen wir eben pragmatisch sein und eben nicht dogmatisch. Wir stehen fest auf den ordoliberalen Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft. Das sind unsere Leitplanken mehr denn je. Und wer, wenn nicht die Union, sollte denn die soziale Marktwirtschaft in der heutigen Zeit verteidigen, meine sehr geehrten Damen und Herren? Wir müssen aber auch berücksichtigen, dass sich die Welt geändert hat. Bei der Plattformökonomie schafft der Markt beispielsweise selbst quasi globale Monopole. Die Welt dreht sich eben weiter, und man könnte fast meinen, die FDP bleibt dabei leider stehen. Durch die Krise drohen deutsche Unternehmen zu Übernahmekandidaten, zum Schnäppchenpreis zu werden, und dagegen gehen wir durch den BSF vor. Und jetzt will ich bei dieser Gelegenheit schon auch einmal betonen, dass das Instrument der Beteiligungen im Einklang zu EU-Wettbewerbsrecht steht. Die Kommission hat das Instrument entsprechend ja auch genehmigt. Aber ganz klar, für uns gilt in Abwandlung an Herbert Wehner, könnte man sagen, wer einsteigt, der muss natürlich auch wieder aussteigen. Wir glauben eben nicht, dass der Staat der bessere Unternehmer ist. Das unterscheidet uns von dieser Seite des Parlaments. Ebenso ist es völlig fehl am Platze, jetzt der Staatswirtschaft das Wort zu reden. Sie wollen eben Staatswirtschaft oder Planwirtschaft, und wir wollen weiterhin unsere Marktwirtschaft. Wir werden auch nicht jeden und alles retten können. Das ist Teil der Wahrheit, die wir auch offen aussprechen müssen. Wir brauchen deshalb eine Kaskade des Rettens. Was retten wir, was retten wir nicht? Hierbei müssen wir ordnungspolitische Überlegungen genauso wie Gerechtigkeits- und Souveränitätsfragen eben auch mit berücksichtigen in der entsprechenden Debatte. Der Ökonom Josef Schumpeter spricht von der schöpferischen Zerstörung. Wir müssen aber aufpassen, dass es nicht nur eine Zerstörung gibt und die kreative Schöpfung sozusagen woanders stattfindet. Und darum haben wir im Konjunkturpaket ein Zukunftspaket mit verankert. Wir investieren gerade jetzt nachhaltig in Zukunftstechnologien. Wir bringen dabei Ökologie und Ökonomie zusammen. Als Beispiel sei die Wasserstoffstrategie genannt, aber wir investieren auch in künstliche Intelligenz, in Quantentechnologie, in 5G-Netze, und der 10 Milliarden Zukunftsfonds ist ja auch auf die Schiene gebracht. Wir handeln also pragmatisch und nicht dogmatisch auf Basis der sozialen Marktwirtschaft, und das ist genau richtig und zukunftsorientiert. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Dr. Andreas Lenz. Danke schön. Nächster Redner, Uwe Kammann. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Bundestagsabgeordnete, verehrte Kollegen von der FDP.
Grundsätzlich haben Sie mit Ihrem Antrag recht. Wir brauchen keinen zu starken Protektionismus und schon gar keine Staatswirtschaft in Deutschland. Ich wende mich entschieden gegen alle Bestrebungen, die Corona-Pandemie zu missbrauchen, um einen noch größeren staatlichen Einfluss auf Wirtschaft und unternehmerische Entscheidungen voranzutreiben. Wir erleben schon länger und besonders aktuell eine einseitige Bevorzugung politisch gut vernetzter, global agierender Konzerne mit enormen Stützungsbeträgen. Einzelselbstständige, kleine und mittlere Unternehmen bleiben dagegen häufig auf der Strecke. Für diese gefährliche Entwicklung steht maßgeblich neben der SPD ausgerechnet das CDU-geführte Wirtschaftsministerium. Die Politik, die im CDU-Wirtschaftsministerium gemacht wird, befördert die wachsende Abkehr von marktwirtschaftlichen Prinzipien hin zu mehr staatlich gelenkter Industriepolitik. Wer die Folgen dieses Irrwegs sehen will, muss nur zu unseren Nachbarn Frankreich blicken. Die Konzerne nehmen die staatliche Unterstützung natürlich gerne an, inklusive der Wettbewerbsvorteile gegenüber ihrer Konkurrenz. Gleichzeitig ist es weltfremd anzunehmen, dass staatliche Beteiligung keine Auswirkungen hätten und nicht zumindest versucht würde, politischen Einfluss zu nehmen, wie uns bei der Lufthansa die Grünen und die Linken eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben. Der Irrglaube, dass staatliche Reglementierungen und politische Einflussnahme effizienter seien und die Bedürfnisse unserer Bürger besser befriedigen könnten als Wettbewerb und unternehmerisches Risiko, ist durch die Geschichte eindrucksvoll widerlegt. Marktwirtschaft, besonders soziale Marktwirtschaft, erzeugt Wohlstand, Staatswirtschaft erzeugt Elend und Armut. Ich bin vor kurzem auch deshalb der Partei Liberal-Konservativen Reformer beigetreten, um wieder mehr von dem Geist Ludwigs Erhard in unsere politische Arbeit einzubringen, um unseren Mittelstand zu fördern und unsere Wirtschaft damit zu stärken. All das, was Sie schon lange nicht mehr ernsthaft vertreten, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Mir geht es auch darum, den liberal-konservativen Motor für die Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland neu zu starten. Die Union hat diesen Motor durch immer mehr Regulierung und durch immer mehr Eingreifen des Staates erheblich zum Stottern gebracht. Das dürfen wir nicht weiter zulassen. Wir können Ihren Antrag, liebe FDP, nicht unterstützen, weil die darin aufgeführten Maßnahmen wenig durchdacht und realitätsfern in der Umsetzung sind. Zusätzlich erlauben Sie mir auch, darauf hinzuweisen, dass auch Sie planwirtschaftliche Instrumente wie zum Beispiel das EEG mitgeschaffen haben. Auch bei Ihren Regierungsbeteiligungen in Bund und Ländern sind Sie kaum durch großen Widerspruchsgeist aufgefallen. Da hilft es wenig, nur auf der Oppositionsbank ein zu starkes Eingreifen des Staates zu beklagen. Am Ende sind Sie doch dabei. Aber mit einem haben Sie uneingeschränkt recht. Wir brauchen mehr Vorfahrt für die soziale Marktwirtschaft und keine Vorfahrt für Konzerne mit Staatsbeteiligung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Uwe Kamann. So, jetzt nächster Redner. Vielen herzlichen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Falko Moors. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Und Herr Huben, wir sind ja auch antragsmäßig und redemäßig auch von der FDP schon einiges gewohnt in den letzten Jahren. Ich muss aber sagen, dass womit Sie auch Ihren Antrag hier eingeleitet haben, das war schon ziemlich unterste Schublade. Da schreiben Sie, dass wir Corona als Türöffner für Protektionismus und staatswirtschaftliche Politik nutzen würden. Sie unterstellen uns also tatsächlich, dass wir Corona ausnutzen für das, was wir wirtschaftlich und sozial tun und tun müssen. Das, Herr Huben, finde ich wirklich in Anbetracht dessen, was viele Menschen in diesem Land in den letzten Monaten erleben und die Krise, durch die viele Unternehmen in den letzten Monaten gehen müssen, das finde ich wirklich verachtenswert. Es tut mir leid. Und Herr Huben, Sie standen ja gestern auf der Bühne vor vielen tausend Menschen der Veranstaltungsbranche.
Vielleicht sollten wir Sie noch mal daran erinnern, Sie könnten Ihre Rede hier gar nicht halten im Deutschen Bundestag, wenn es nicht Menschen aus der Veranstaltungsbranche gäbe, die jetzt für Sie eben oder hier für mich das Mikrofon anschalten oder sich um das Licht kümmern. Herr Huben, wie können Sie eigentlich diesen Menschen gestern von der Bühne ins Gesicht gucken, die davor stehen, dass jahrzehntelange Arbeit teils von Ihnen durch Ihre Hände ringt und das nur, weil Corona, weil ein Virus Ihr gesundes Unternehmen durchkreuzt hat? Ich finde es richtig und wichtig, dass wir als Bundesregierung und dass wir in großer Einheit in diesem Bundestag Verantwortung übernehmen für die Menschen, die mit ihren Unternehmen in Schwierigkeiten gekommen sind, und dass wir Verantwortung für die vielen hunderttausend Menschen übernehmen, die ohne die staatlichen Hilfen in Arbeitslosigkeit gehen würden. Und wenn Sie dann hier auch kritisieren, dass wir Lufthansa stützen, dann frage ich mich wirklich, mit welchem Blick Sie eigentlich den Kolleginnen und Kollegen bei Lufthansa ins Gesicht gucken können, die beim nächsten Flug für ihre Sicherheit und für ihren Service in diesen Maschinen unterwegs sind. Wenn Sie mal wieder zum Besten geben, dass Sie bei der Deutschen Post alle staatlichen Anteile verkaufen wollen, bei der Telekom oder auch Teile der Bahn privatisieren wollen. Wie wollen Sie das eigentlich den Kolleginnen und Kollegen erklären? Wie wollen Sie eigentlich erklären, dass Sie beim nächsten Tagesordnungspunkt, sprechen wir ja über die Missstände in der Fleischindustrie und die Notwendigkeit, hier aktiv zu werden. Das haben Sie übrigens als Symbolpolitik vor kurzem noch bezeichnet, was wir dort machen. Herr Huben, wie können Sie eigentlich diesen Menschen ins Gesicht gucken und sagen, dass wir eure dramatische Situation verändern und verbessern, das sei Symbolpolitik? Herr Huben, ich finde wirklich, das, was Sie mit diesem Antrag und was Sie in Ihren Reden hier gemacht haben, das schockiert mich in der Tat. Und wenn wir dann auch darüber sprechen, dass genau mit dieser staatlichen Stütze, und das ist ja kein Selbstzweck, Sie tun ja so in Ihrem Antrag oder in Ihrer Rede, als sei das alles Selbstzweck, was wir hier machen. Wenn mit diesen staatlichen Stützen, auch mit der staatlichen Beteiligung, eben eine Brücke gebaut wird für Unternehmen, eine Brücke für Beschäftigung, wenn mit der Verlängerung des Kurzarbeitergeldes ja eine stabile Brücke, und zwar die stabilste, die wir im Moment haben, um Beschäftigung zu sichern, begangen wird, dann, Herr Huben, finde ich, ist das genau das, was der Staat in einer Krise tun muss. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich glaube, wir brauchen keine Beteiligungsbremse, wie Ihnen das hier vorschwebt. Wir brauchen eine Antragsbremse für die FDP, Herr Huben. Das ist das, was uns, glaube ich, hier am meisten helfen würde. Und zu guter Letzt, meine Damen und Herren, möchte ich zumindest die Chance auch noch mal nutzen, weil ja gerade eben auch sehr viele, die im Rettungswesen in den letzten Monaten Verantwortung übernommen haben, sich eben genau an dem Warntag in Deutschland beteiligen, möchte ich eben die Chance nutzen, um noch mal all denen Danke zu sagen, was sie in den letzten Monaten geleistet haben und auch weiterhin für uns leisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Falko Moers. Und jetzt kommt der letzte Redner in dieser Debatte. Herzlichen Dank. Und der letzte Redner in dieser Debatte ist Marc Hauptmann für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Politik muss sich erklären, ganz besonders auch in Krisenzeiten. Und Peter Altmaier macht das wie kein anderer Wirtschaftsminister in einer schwierigen, wahrscheinlich in der schwierigsten Situation, in der sich Deutschland wirtschaftspolitisch in der Nachkriegsgeschichte jemals befunden hat. Er erklärt und, ganz wichtig, zweite Aufgabe von Politik, er zeigt auch die Alternativen auf. Was sind die Alternativen, vor denen wir stehen? Weil wir natürlich Ludwig Erhard nicht nur als unseren geistigen Vater der sozialen Marktwirtschaft im Herz tragen, sondern auch schauen, können wir diesem Anspruch, dass der Staat nicht der bessere Unternehmer ist, auch in der Praxis, wenn es darum geht, Deutschland durch eine Krise zu führen, auch einhalten? Oder braucht es nicht eine Anpassung zwischen Theorie und Praxis und eben ein ganz konkretes, schnelles, unter Zeitdruck agierendes Handeln, um dieses Land vor tiefgreifenderen Verwerfungen, vor Massenarbeitslosigkeit und vor einer fehlenden strategischen Ausrichtung in der Zeit nach der Krise auch zu schützen? Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Verantwortung wird das Bundeswirtschaftsministerium mit Peter Altmaier an der Spitze sehr gut gerecht. Die Pandemie, wie wir sie derzeit erleben, sie zwingt uns zum Umdenken. Sie
offenbart uns die Schwierigkeit, vor der wir stehen, weil wir natürlich sagen, natürlich wollen wir nicht alles verstaatlichen. Da wären wir bei der Linkspartei. Sie glauben wahrscheinlich, der Staat ist der bessere Unternehmer in diesem Land. Die große Mehrheit dieses Hauses glaubt nicht, dass der Staat der bessere Unternehmer ist. Aber bei jeder einzelnen Entscheidung, muss man sich immer klar werden, was sind die Alternativen? Wie sieht eine Exit-Strategie aus? Gibt es eine Zukunftsfähigkeit für dieses Geschäftsmodell? Kommt es zu großen Wettbewerbsverzerrungen? Oder wie sieht eigentlich ein Szenario ohne eine staatliche Beteiligung aus? Und ich möchte abschließend in dieser Debatte noch mal die wesentlichen strittischen Fragen hier auch differenziert darstellen und auch herausarbeiten, wo die Unterschiede in diesem Haus liegen. Wir sagen einerseits als Partei mit Regierungsverantwortung für dieses Land, der Staat hat eine elementare Aufgabe, strategische Infrastruktur in diesem Land zu schützen. In diesem Land zu schützen vor ausländischen Investoren, beispielsweise bei dem Thema 50 Hertz aus China. Wir sagen aber auch, der Staat hat eine Aufgabe, wenn es darum geht, als größte Exportnation in Europa und eine der größten Exportnationen in der Welt, auch dafür zu sorgen, dass man eben auch eine große deutsche Airline noch erhält. Nicht nur die Hunderttausenden von Arbeitsplätzen, sondern eben auch das gesunde Geschäftsmodell durch die Krise führt, um danach als Exportnation mit einer großen deutschen Airline wie der Lufthansa erfolgreich zu sein. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe geschätzte Kollegen der FDP, schauen Sie sich doch bitte die Realität im Airline-Markt an, bevor Sie von Wettbewerbsverzerrungen des Staates sprechen. Der Großteil der Airlines weltweit sind Staats-Airlines. Das heißt, hier tritt nicht eine private Airline im Konkurrenzfeld mit anderen privaten Airlines auf, sondern durch große Subventionierung anderer Staaten in ihren Airlines ist dieses Wettbewerbsmodell schon längst verzerrt, auch vor Corona. Und die Alternative, die Sie sagen von der FDP und von der AfD ist, liebe Lufthanseaten, liebe Mitarbeiter, mit uns verlieren Sie Ihren Job, weil wir nicht daran glauben, dass man dieses Unternehmen durch eine Krise in die Zukunft führen möchte. Und wir wollen auch keine globale deutsche Airline mehr in Zukunft haben. Zweiter Fall, CureVac wurde angesprochen. Und auch hier ist die Lage ja so gewesen, dass wir Anfang dieses Jahres die Interessensbekundung der USA hatten, hier einzugreifen. Und die Antwort, die Sie von der FDP und AfD gegeben hätten, ist, liebe Mitarbeiter von CureVac, Sie können weiter am Impfstoff forschen, aber Ihren Familienangehörigen in Deutschland kommt der nicht zugute, sondern der wird exklusiv für die USA produziert. Herr und Kollege, da sagen wir nein, Frau Präsidentin, Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin, da sagen wir nein, hier hat der Staat eine Verantwortung, ganz besonders in der Krise, an der Seite der deutschen Wirtschaft uns wettbewerbsfähig durch die Krise zu führen. Und das ist eben auch der Unterschied, warum wir in der Regierung verantwortungsvoll für dieses Land handeln und Sie von der Opposition dies nicht tun. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Mark Hauptmann. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 22/107 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Dazu gibt es keine weiteren Vorschläge. Dann verfahren wir genau so.